Und wir kommen zum nächsten Antrag, Top 20 3, Einrichtung eines Speakers Corners am Lingnermarkt vor dem Hygienemuseum. Hier sind zwei Redner gemeldet, einmal AfD-Fraktion, würde Herr Pinkert gleich den Antrag mit einbringen und dann einmal Herr Aschenbach. Herr Pinkert, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Bürger. Es geht um den Antrag Einrichtung einer Speakers Corner am Lingnermarkt vor dem Hygienemuseum. Ich rede eigentlich und nicht Sie, aber es macht nichts. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, nach dem Vorbild der Speakers Corner im Londoner Hyde Park auf einem stadteigenen Grundstück am Lingnermarkt im Bereich des Hygienemuseums eine Fläche zu reservieren, wo Bürger der Landeshauptstadt und von außerhalb die Gelegenheit haben, frei und öffentlich ihre Meinung zu allen politischen, städtischen und sonstigen Themen zu äußern. Diese Veranstaltungen könnten für bestimmte Wochentage und bestimmte Tageszeiten festgelegt werden, um Überschneidungen mit anderen Veranstaltungen und gegenseitige Störungen zu vermeiden. Die Landeshauptstadt hat dabei darauf zu achten, dass der Charakter der Versammlung friedlich bleibt, die Redner sich nicht gegenseitig stören oder beeinflussen und jegliche Versuche unterbleiben, sie durch verbale oder körperliche Attacken an der freien Rede und im Zwiegespräch mit ihrem Publikum zu hindern oder sie für Meinungsäußerung solchen Attacken auszusetzen. Ich habe den Antrag nochmal komplett vorgelesen, da der Bürger im Netz nicht weiß, um was es sonst geht. Das ist immer das Problem. Wie wir gerade hier mitbekommen haben, ist ja das mit der Meinung der Bürger hier im Rat, die relativ wenig geachtet wird, ne? Also, was wollen wir? Nach dem Vorbild der Speakers Corner in England, natürlich ohne den Zusatz zur Kritik am Königshaus und der Monarchie, da wir diese ja schon längst überwunden haben, auch in den ehemaligen Altbundesländern überwunden haben, ja, dies wollen wir. Wesensmerkmal einer echten Demokratie ist die freie Meinungsäußerung über alle politischen, städtischen und sonstigen Themen, auch wenn diese unbequem sind. Das merkt man gerade hier vorne an der Seite der Linken und Grünen, weil die es geschnauft wird, auch unbequeme Meinungen sind in der Demokratie erlaubt. Genau, Frau Mühle, Demokratie ist auch schmerzhaft, da sie bedeutet, die Meinung anderer zu akzeptieren, auch wenn man diese nicht teilt. Demokratie lebt von der Bürgerbeteiligung, haben wir gerade erlebt, wie sie abgelehnt wurde, und die freie Meinungsäußerung ist die Basis dazu. Zitat Roman Herzog, ehemaliger Bundespräsident, kennen Sie doch alle. In einer Demokratie wird niemandem vorgeschrieben, was er glauben soll und an welche moralischen Werte er sich halten soll. Es ist wichtig, dem Bürger die Möglichkeit zu geben, seine Meinung kundzutun, soweit diese sich nicht gegen die demokratische Staatsform oder antisemitisch gerichtet ist. Darum lassen Sie uns von einer der ältesten Demokratien lernen und auch in Dresden eine Speakers Corner einrichten. Lassen Sie sich mit dem folgenden Zitat von Richard Weizsäcker schließen. Wer sich nicht traut, für seine Freiheit einzutreten, wird zum Schwarzfahrer unserer freiheitlichen Demokratie. Vielen Dank für Ihre Zustimmung. Dann machen wir weiter mit Herrn Aschenbach, bitteschön. Das war lustig. Einrichtung einer Speakers Corner am Lingener Markt vor dem Hygienemuseum. So der Titel dieses abstrus-gruseligen Afterantrags. Die Speakers Corner ist eine Ecke am Londoner Hyde Park, in welcher nach Parlamentsbeschluss von 1872 jeder über fast alles reden halten darf. Kollege Pinky nuschelte es bereits, ausgenommen sind Monarchie und Königshaus. Damals war das ein Meilenstein für die Meinungsfreiheit. 150 Jahre Demokratiegeschichte, ein paar Revolutionen, Weltkrieg und Menschenopfer später, ist der Vorschlag ein absurder Rückschritt. Warum? Weil in der Bundesrepublik Meinungs- und Versammlungsfreiheit Grundgesetz sind. Laut Verfassung darf also... Laut Verfassung darf also jede jederzeit und überall kundtun, was ihr beliebt. Ich kann jede noch so bekloppte Meinung öffentlich rausposaunen, das beweist ihr doch jeden Tag. Nur das Strafrecht setzt Grenzen.
Zumindest theoretisch. In der Praxis wird aus einer garantierten Freiheit schon mal schnell ein Reglementierungsinstrument, wenn die wenig verfassungsfeste sächsische Polizei und zum Beispiel die entnazifizierungsfeindliche Dresdner Versammlungsbehörde ihre Macht rechtswidrig missbrauchen und zum Beispiel mit Befindlichkeiten argumentierend einer Satirepartei die Satire verbieten. Klage läuft, da freue ich mich drauf. Aber während die Partei, das R steht für Rechtsstaat, der dummdreisten Dresdner Versammlungsbehörde vom Gericht erklären lässt, dass Versammlungs- und Meinungsfreiheit sogar in der Pegida-Stadt Dresden auch für Antifaschisten gelten, kommt die AfD hier mit ihrem bekloppten Speakers-Corner-Antrag. Denn was ist das denn für ein obrigkeitshöriges Weltbild? Anstatt die unveräußerlichen Freiheiten grundsätzlich zu garantieren, soll der Staat eine kontrollierte Ecke für diese Freiheit zuweisen, wo sie dann aber wirklich mal ausgelebt werden können. Alles ist verboten, außer es wird erlaubt. Immer erst mal fragen, darf ich das? Natürlich nicht, ohne die Absicht zu bestimmen, wer was darf. Auch wenn es hier nicht nur den ganz Rechten, sondern so gut wie allen schwerfällt, das zu begreifen. Laut dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die so gern bemüht wird, gewährt der Staat nicht großzügig Freiheiten. Er hat sich kleinlaut für jeden Eingriff zu rechtfertigen. Aber das ist er halt, der Unterschied zwischen Verfassung und Verfasstheit. Zu dumm. So dumm wie die AfD, die unter dem Deckmantel eines vermeintlichen Freiheitskampfes ihren arg totalitären Untertanengeist zur Schau trägt. So sind sie halt, diese Nasen aus der rechten Ecke. Erst die Speaker in die Ecke stellen und dann an die Wand. Eieiei. So, gibt es weiteren Gesprächsbedarf? Schlusswort? Schlusswort von der Fraktion auch nicht. Dann stelle ich den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Zur Information, wer hier zustimmt, lehnt ab. Ich bitte um das Stimmzeichen. Mit 45 Ja, 16 Nein, eine Enthaltung hat der federführende Ausschussbericht eine Mehrheit gefunden, der Antrag somit